Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. Na dann rein da. Quark, die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Verdammt. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Die nach Elysium ist mit einem Zeitschloss. Oh, so eng. Was doch lange diesen. Ich habe noch eine Kiste. Laut Etikett geht die hier zur Kontrollebene, also nicht nach Elysium. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Ja. Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. Hey! Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Die Kiste war fest verschlossen. Na, wer sagt's denn? Fass. Hier ist ein Fass drauf. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Auch Elysium. Perfekt. Elender Murks. Die ist zu klein, um mich darin zu verstecken. Verdammt. Scheint hier gar nichts zu gehen. Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Da geht ja wohl gar nichts. Der komplette Organon zieht sich in die Hauptverwaltung zurück. Es wird schwierig werden, sich unbemerkt dort hineinzuschleichen. Oh wei. Gibt's hier irgendeine Kiste, die wir verwenden können? Scheinbar nicht. Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Ach, verdammt. Alle sind gesichert. Wie kommen wir denn hier überhaupt? Laut Etikett geht also nicht. Na, ich muss wohl. Das ist doch Zeit. Ich sollte lieb. Ich muss wohl. Das ist doch Zeit. Ich sollte lieber. Ja, was soll ich denn hier machen? Alle Kisten sind hier. Ins Fass. Das ist doch Zeit. Ich sollte lieb. Offenbar kann sich die Suche nach der richtigen Kiste noch ein bisschen hinziehen. Aber was soll's? Ich wette, ich bin schon viel näher am Ziel als die anderen beiden. Ich frage mich, was die so treiben. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Ja, es ist hier gerade kompliziert. Ich muss wohl eine andere. Oh, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Oh, was soll's? Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Oh Mann. Er ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Ja, wenn du sie mal nützen würdest. Oh, vergiss es. Ich würde dem Wachmann direkt durchs Sichtfeld laufen. So, das sieht gerade ziemlich aussichtslos aus. Es ist doch Zeit, ich sollte lieb. Offenbar kann sich die Suche nach der richtigen Kiste noch ein bisschen hinziehen. Aber was soll's? Ich wette, ich bin schon viel näher am Ziel als die anderen beiden. Ich frage mich, was die so treiben. Tja, na dann. Der kommt auch gerade nicht weiter. Müssen wir mit ihm mal versuchen weiterzukommen. Wir können ja nicht so wirklich was. Oh. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha! Da ist eine Spalte im Fels. Spalte? Da ist eine Spalte im Fels. Na dann. Na. Nicht so laut, Gohl. Du weckst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Wir haben hier eine Spalte. Na dann. Na. Nicht so laut, Gohl. Du weckst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Gohl. Verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Ach, nicht doch. Psst. Ich habe mal eine Spalte. Haben wir hier woanders noch was? Oh, hier haben wir noch was. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Na dann. Na. Nicht so laut, Gohl. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Was zum... Keine Frage. Das ist der Plot oder ein... Das ist ja seltsam hier. Gibt es hier noch irgendwas?
Hier ist die Spalte. Hier ist der Ast. Hier ist Grul. Hier ist noch etwas. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gohl. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Spalte, Gestrüpp, Gohl, Ast, Bildschirm erkunden, Kommandant Lars spielt vor uns 4. Ja, während ich hier im Dunkeln rumwühle, Ast. Wir haben natürlich nichts im Inventar, was uns irgendwie helfen könnte. Goal. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Aber wie? Systematisch den Bildschirm absuchen. Verdammt. Hier ist nichts. Gestrüpp. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gohl. Wächst noch die... Gohl. Ast. Was für ein Rätsel. Irgendwo muss doch hier was. Spalte. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gohl. Du wächst noch die... Tja. Da ist eine Spalte im Fels. Da ist eine Spalte, da ist Gohl, da ist Gestrüpp, da ist ein Ast. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gohl. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Kann jemand vielleicht das Licht anmachen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen, aber... Teigtaschenfrau. Sie sieht selber aus wie eine große XXL-Teigtasche mit Hackcreme-Füllung. Köstlich. Aha. Tja... Ihnen kommen auch nicht vorbei. Vergiss es. Ich würde dem Wachmann direkt durchs Sichtfeld laufen. Können wir den Knopf nochmal drücken? Zeitverschwendung. Ich sollte lieber ein... Ich muss wohl eine andere... Wir finden wir jetzt hier eine Kiste. Knopf drücken. Vergiss es, ich würde dem... Du stehst doch schon hier. Das ist doch Zeit. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die... Tja, hier sitzen wir gerade ziemlich in der Klemme. Oh, schau mich so an. Was soll so lange die... Oh, so an. So lange die... Hier können wir nichts mehr machen, wie es ausschaut. Ich muss wohl eine an. Das ist doch Zeit, ich sollte lieb... Das ist doch Zeit, ich sollte lieb... Ja, das sind doch alles Kisten, die nach Erlösung... Gehen. Offenbar kann sich die Suche nach der richtigen Kiste noch ein bisschen hinziehen. Aber was soll's? Ich wette, ich bin schon viel näher am Ziel als die anderen beiden. Ich frage mich... Da sind doch die Symbole drauf. Die hatte ich doch. Die ist mit einem Nummernschloss. Die hatte ich doch. Die ist mit einem... Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium.
Ich muss wohl eine andere Kiste. Kiste dann darüber wegheben. Ist nicht die Option. Die hatte ich doch schon. Die ist mit einem. Die hatte ich doch schon. Die ist zu klein. Ich muss wohl eine. Offenbar kann sich die Suche nach der richtigen Kiste noch ein bisschen hinziehen. Aber was soll's? Ich wette, ich bin schon viel näher am Ziel als die anderen beiden. Ich frage mich, was die so treiben. Nix Sinnvolles. Können wir mit der ärztlichen Überweisung das Tor aufmachen? Für diese Spezialanfertigung benötige ich auch spezielles Werkzeug. Wie jetzt? Noch spezieller? Tja. Werkzeug kann man hier nicht rumliegen. Tja. Ein böses Mantel mal nachgucken. Nee. Nicht gut aus. Tja, also. Was treibst du da eigentlich? Ach, nur ein bisschen abhängen! Tja, auf Klo gehen. Oh, warte hier. Eine Tasche. Ein Brief. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! Liebe dein Papa Bose, GS... Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Aha, wir haben jetzt einen Brief und eine ärztliche Überweisung. Na, sehr toll. Und nun? Vielleicht können wir den Brief... Für diese Spezialanfertigung benötige ich auch spezielles Werkzeug. Wie jetzt? Noch spezieller? Von hier aus? Nee, viel zu weit. Tja. Und hier tut auch nichts funzen. Ast. Spalte. Da ist eine Spalte im Fels. Na dann. Nicht so, du wächst noch die... Harmpf. Was können wir hier tun? Sie wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Und voran kommen wir ja auch nicht. Ein Abenteuer. Ja. Ast. Na dann. Wir sie denn ruhig stellen? Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Gestrüpp. Das haben wir schon alles versucht. Noch irgendwo ein Fragezeichen, was wir noch nicht entdeckt haben. Ach Mensch. Mensch, Paul. Wie können wir ihnen das Maul stopfen? Tja. Er kommt hier wirklich nicht weiter. Er auch nicht. Ja. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Oh wei. Die wird uns mit ihrem ständig muss. Ja, Spalte, Ast, Gestrüpp.
Verzweifelte Versuche, irgendwas zu bewirken. Blöder Mist, gleich nochmal. Die Munks. Welche Spinne. Ninja Dress. Ah, okay. Okay, einmal noch. Das hatten wir noch nicht. Guck, Mamo, Baby Bozo spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Na, dann bekommt er auch keinen Koffeinlutscher. Koffeinlutscher, ich will Koffeinlutscher. Vielleicht hilft er mir irgendwie weiter. Strampelanzug. Muss das wirklich sein? Ach, ja, na gut. Brave! Ui, guck, Mamo! Da ist ja Baby Bozo! Na, Baby Bozo? Möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Koffeinlutscher für Baby Bozo. Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau! Da nimmt es nur wieder Reis aus! Oh, du kannst immer nur meckern, Mo! Das Kind muss doch etwas essen! Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh Himmel! Ich hoffe doch sehr, dass Baby Bozo nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt! Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen! Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht! Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz! Hier! Du bekommst einen Koffeinlutscher von mir! Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der zweiten Klasse abgebrochen habe. Ist, glaube ich, der Rufus. Arusha Friendship, Protafiskmanav, Kamelle. Das war noch einfacher, als einem Baby den Lutscher wegzunehmen. Aber es hat nur halb so viel Spaß gemacht. Guck mal, den Lutscher vielleicht. In dem Tor. Für diese Spezialanfertigung benötige ich auch spezielles Werkzeug. Wie jetzt? Noch spezieller? Hatte ich auch nicht gedacht. Sekunde, wir haben doch da drin ein Baby. Und wir haben einen Lolli. Einen Koffeinlutscher. Hier ist. Na, möchtest du einen Lutscher haben? Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Der Lucke. Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Der Schnuddi. Oh wei. Ein süßer Fratz. Toller Ansatz. Ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Da, geht er hin. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Beziehungsweise krabbelt er hin. Hey, das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Raus. Raus mit uns. Baby Bozo ist weg. Okay. Oh, die Tür ist offen. Wer sagt's denn? Das Tor ist offen. Freie Bahn zum Rebellenlager. Wir sprechen erstmal mit der Teigtaschenfrau. Hallo. Hallo. War das alles? Einfach nur Hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies? Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch. Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow, gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, ha? Jo. Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich hab hier Teigtaschen für 1 Slotti 25. Wenn dir das nicht besonders genug ist, solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. Ja. 4 Teigtaschen bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt.
Du hattest eine Aushilfe? Ja. Keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Wir müssen ihr eine Aushilfe besorgen. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Kennst du den Weg zum geheimen Rebellenlager? Einfach hinter mir die Straße runter. Und das verrätst du mir einfach so? Was, wenn ich ein Spion des Organon wäre? Tja, man kann eben nie für alle Fälle vorplanen. Du könntest genauso gut ein mutierter Grippevirus sein. In dem Fall hätte ich gar nicht mit dir sprechen sollen. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja. Das ist... Wenn man es erklärt... Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's ja reichlich. Kopfkranz. Fahrzeichen. Prinzipiell müssen wir erstmal dort lang. Dorthin, aber wir gehen mal hier lang. Oh, Schreck. Ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass Sie Ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten und mit Verlaub, Ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade zwischen unseren Geschäften zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Ach, vergessen Sie es. Schon geschehen. Oh, wie die grinst hier. Ein Strickhändler. Nee, einem Therapeuten. Ach, du Schande. Welch ein Galgenhumor. Moostherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Aha. Wir scheuchen ihn einfach hin und her. Ein ganzer Schrank voller verschreibungspflichtiger Psychopharmaka. Also wenn ich Boso damit nicht wieder aufgepäppelt kriege, dann weiß ich auch nicht mehr. Jo. Eleganza, der Strick für die modebewusste Frau. Er sieht aus wie dieser Pantomime, von dem ich manchmal träume. Er versucht, nach seiner Mutter zu rufen, aber er hat ein Baguette im Mund, aus dem lauter Spinnen krabbeln. Warum starren Sie mich denn so an? Das wollen Sie nicht wissen. Okay, gibt's nicht so viel zu sehen. Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Ah, das ist unser Fan. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Barry, da ist jemand an der Tür! Ich hab's gehört! Scheuch ihn weg! Ich brauche Ruhe für die Cover-Story! Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte! Ja, ich weiß! Rufus, komm rein! Aber bitte ganz leise, ja? Okay. Hey, Barry! Warum so traurig? Ach, Rufus! Es ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Was du uns den Weltuntergang eingebrockt hast, sagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Ich bin total dufte und das weißt du. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja. Das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst ein Foto. Einverstanden?
Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Okay. Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Ein Papier. Ein Setzkasten. Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Coverstory ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Das große Irk.